Die Kreuzung der wilden Tamele-Birne aus dem fernen Osten mit der edlen, zarten Birne Royal ergab die wohlschmeckende, zarte, dabei große und widerstandsfähige Herzogin Birne, die von dem französischen Vater den feinen, zarten Geschmack und von der russischen Mutter die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verletzungen geerbt hat. So eine Obstkreuzung, wenn ich einmal zusammenbringen würde. Oh mein, oh mein, oh mein. Was jammerst denn schon wieder, Fifi? Hm? Ach, Bauer, mir geht's ja so schlecht, mir geht's miserabel. Also bitte, dann jammert woanders, aber lass mir bitte meine Ruhe, aus dem siehst ja, dass ich mich mit meinen Obstkreuzungen beschäftige. Ne? Also deine Birnen und deine Äpfel in ja. Ehren. Aber du solltest dich wirklich mehr um den Hof kümmern und nicht alles dem Burm, dem Bertel überlassen. Du sag mir, wer ist denn der Bauer, ich oder du? Hm? Ja, du. Also dann. Leider. Was? Ich bin nur seine Wirtschafterin, die es nicht anschauen muss, wird der Bauer in seinem Unverstand die ganze Wirtschaft ruiniert. Da red doch kein solcher Blödsinn daher. Meine Wirtschaft ist nicht so schnell zu ruinieren. Das meinst du. Ja. Die ganzen Mägde und Knechte haben überhaupt gar keine Lust mehr zur Arbeit. Und warum? Warum? Weil der Bertel gar so angibt und versteht nur einen Schmarrn von der Wirtschaft. So. Und heute hat er mich noch mitten ins Herz getroffen. Der hat ins Hirn getroffen. Oh. Weil so blöd der Herr ist, ne? Die Herzogin Birne hält sich bis Februar, März saftig und frisch. Und wenn deine Herzogin jetzt noch so saftig ist und so frisch, aber so kann es nicht weitergehen. Ja, vor lauter Obstausstellungen hin und her fahren, vergisst du ganz, dass du der Bauer vom Hof bist. Jetzt hau halt endlich einmal auf den Tisch. Und sag deinen Leuten, dass du noch was anderes kannst, als wir Äpfel und Birnen miteinander verheiraten. Meine Hobbys gehen ja dich nun wirklich einen Schmarrn an. Ach, und jetzt lass mal Ruhe und schleich dich, hau ab. Nein, ich gehe nicht. Was? Ich rebelliere. Was? Der Bertel will die Thekla verkaufen. Und wer ist die Thekla? Die Thekla. Unser Zuchtsau. Was? Also Bauer, die ist so zutraulich, gell? Ja. Die lacht mir noch wie ein Bärenhardiner. So. Und das sag ich dir, wenn die Thekla geht, ja, dann geh ich auch. Gut, dann gehst du heute und nimm den Bärenhardiner mit. So, das ist also jetzt der Dank dafür, gell, dass ich mich fast 16 Jahre lang hier um die Wirtschaft kümmere. Du hast bestimmt nicht bemerkt, dass kein Bayer nicht da ist. Und warum? Weil ich immer für euch da bin. Ja. Und jetzt? Nur weil der Müller unsere Thekla verwurschteln will, jetzt soll ich gehen. Wer, der Müller da? Unser Nachbar? Ja. Ist der Geizer, dieser Neidhamme? Ja. Der will unsere Thekla? Jawohl, der Bertel hat es ihm noch versprochen. Da sag ich sofort nein. Bist du jetzt zufrieden, ja? Bauer. Ja. Mei, bist du ein guter. Ja. Mei, Bauer, du bist ja so ein Nett. Ja, mit deinen Obstzüchtungen. Ja, und wenn es nach mir geht, ja, dann soll ich jetzt sogar auf unserem Besenstiel Ananas, Birnen und Zwetschgen wachsen. Sag mal, wenn wir gerade von den Birnen reden, sind eigentlich die Birnen von unserem Nachbarn im Garten, sind die schon alle reif? Alle? Ja, pass auf. Dann nimmst du deinen Korb und die Birnen, die an dem Ast hängen, der so unten drüber schaut, die tust alle runter. Gell? Ja, dies ja. Tue ich. Da hast recht, mein lieber, frisst der Müller mich, ja, bevor er unsere Birnen frisst. Okay. Ja. Die Herzogin Birne hält sich bis Februar, März. Ja. Du Papa, ja, was sagt mir gerade die Fifi? Du möchtest der Müller die Sau nicht verkaufen? Nein. Ja, aber ich hab's ihm doch schon versprochen, jetzt kann ich doch nicht mehr zurück. Dann versprech nichts, was nicht dir gehört. Okay, seit einem Jahr führe ich die Wirtschaft, ja, und du redest mir nichts mehr drei und jetzt auf einmal ist du nicht mehr recht, was ich mache. So ist es. Du Papa, ja, du hast mir doch gesagt, wenn ich mal heirate, dann übergibst du meinen Hof und kümmerst dich nur noch um die Obstsucht, die er so viel Freude macht, ne? Ja, hab ich gesagt, aber du bist doch noch nicht verheiratet, ne? Papa, ja. Bist du gut aufgelegt?
Warum? Was hast du denn angestellt? Ich hab eine Madel gern. So? Ja, und sie mich auch. Sei froh. Ja, da möchten wir halt so bald wie möglich heiraten, ne? Ja. Wer ist denn? Ja. Hat sie Geld? Ja, 50.000 bringt schon mit, gell? 50.000? Ja. Das ist besser wie gar nichts. Du. Ja, und wer ist? Ein ganz liebes Madel, ein braves Madel, gell? Ja. Und sie freut sich schon mal Frau zu werden. Aha. Sie möchte eine ganz liebe Tochter sein. Mhm. Sie möchte dich gern haben und ja, möchte dich mal pflegen, wenn du mal alt bist. Ja, ne? Den Blödchen pflegen, das dauert ein paar Jahre. Ja, ich meine, wenn es einmal so weit ist, Papa. Ja. Also, wenn es dir recht ist, dann war in 2 Monaten Hochzeit. Ja, ja, gut. Wer ist denn? Ja, die Müller-Rosel. Was? Die Tochter von unserem Nachbarn? Da kommt ja gar nicht in Frage, die will ich nicht in meiner Familie haben. Eine andere Mutter hat auch ein schönes Kind, also such dir eine andere. Ja? Das geht leider nicht mehr, Papa, weil im Frühjahr ist schon die Taufe. Ja, sag mal, du Hundsbär, was treibst denn du alles hinter meinem Rücken, ha? Ach, okay, Papa, welcher Bulle hat sich von seinem Vater bei solchen Sachen zuschaut? Das ist ja nicht so frech. Also das passt mir für gar nicht, das soll. Ja, wir hätten ja gern noch ein Jahr gewartet, aber da bist du ja selber schuld. Ach, ja, ich bin schuld. Ja, freilich. Du bist im Prozess geführt, dass du Müller wegen die Birnbaum, ne? Ja. Da hast du öfters in den Stadt reinfahren müssen. Mhm. Und der Müller auch. Und ja, ja, die Rosel hat so viel Angst gehabt, dass der Vater auch eingesperrt wird, ne? Mhm. Da hat's gewarnt und da habe ich es halt trösten müssen. So. Und vor lauter Trösten und Streicheln ist passiert. Ja. Und ich bin schuld. Ja, nur du und der Müller auch. Ja, zur Strafe dafür werden der Müller und ich mit einem Schlag Großvater. Ja, mit einem Schlag und zur gleichen Minuten, gell? So, ja. Und was sagt der Müller dazu, zu der ganzen Geschichte? Naja, der weiß noch nichts von wegen Großvater. Hm? Der Müller ist doch so moralischer Papa, bitte sag nichts. Nicht nur moralisch, das ist ein ganz hinterfotziger, scheinheiliger Bruder. Neulich habe ich ihn getroffen in München auf der Obstbauausstellung. Da hat eine ganz nette Frau dabei gehabt. Ja, und um dieser Rumpfschwassel, der ist wie ein verliebter Kater. Also Papa, sei so gut. Lass uns heiraten und übergib, hä? Ja, also ich würde mal sagen, ich habe nichts gegen das Mädel, aber der Stammbaum, der gefällt mir halt nicht, hä? Also gut, von mir aus, dann heiratest du halt, ne? Danke, Papa. Aber den Hof übergebe ich noch nicht, gell? Ja, dann geht's schief. Was? Ja, der Müller gibt mir die Rosen nur, wenn ich sie hier am Hof als Bäuerin führen kann, ne? Soll halt der Müller seine Mühle der Tochter vermachen und er soll sich zur Ruhe setzen. Na, das tut er nicht. Ich glaub, der denkt noch mal ans Heiraten. Und der hat's nötig. Klar. Gestern hat er so Andeutungen in der Richtung gemacht. Außerdem ist er in der letzten Zeit sehr, sehr unfreundlich zu mir, muss ich sagen. Du Papa, ja, wenn er jetzt auf einmal recht freundlich war zu dir. Ja, gerade gestern hat er gesagt, dass ihm furchtbar leid tut, dass er wegen den Papieren mit dir in Unfrieden kommen ist. Ja, dann müsste aber sehr freundlich sein, dass er mich von dir breitschlagen lässt, ne? Der wird so klein für dich, dass du gar nicht mehr siehst. Das werden wir mal am liebsten nicht mehr sehen. Also, na, führe ich jetzt die Tegler rüber, dass wir zur Hochzeit ein Gesicht haben, gell? Die Sau bleibt da. Wenn der zu der Hochzeit ein Gesicht will, dann soll er sich selber eine Sau schlachten, ne? Gut, Papa, sollst recht haben. Ja. Die Rose gehört dir und die Sau gehört dir, gell? Ja. Im Februar, März wäre ich Großvater. Auf die Kreuzung bin ich auch schon eingeregt. Ja. Bauer, stell dir doch gerade einmal vor, ja, auf diesem Birnbaum hängt nicht eine einzige Birne mehr drum. Was? Obwohl ich gestern mindestens noch 3 Dutzend drum gehängt sind. Na, hör auf. Ja. Der Müller hat sich an meine Birnen vergriffen. Schau's aus. So ist recht, da geht es, dem hänge ich einen Prozess in das Sammler. Das ist oder ich gehe und schmiere ihm einen, dass ein Mann daherkommt, hat er Pfiffer. Das ist mir toll, lieber. Du hast ja ja nichts gehabt. Ja, herein! Und von diesem Müller braucht so man nicht von machen. Grüß dich, Nachbar. Grüß dich, ja. Gott Müller. Was willst denn du da? Ich siehst du, auf den ich Bier bringe, da sind wir schon ein paar Tage zeitig gewesen. Du, ich hab immer gewartet, ob du den Astern mal abbremst, aber hast keine Zeit gehabt, gell? Ja, ja. Ja, heute hab ich einen Baum leer gemacht, hab ich mir gedacht, tu dir deine Bieren auch runter und noch ein paar dazu, ja, weil sie so gut waren, sind durch die Veredelung. Ja, gut, dann ist was anderes, bitte, nimm Platz. Bibi, war eine Flasche Wein, nimm die Birne mit. Ja, gut. Ja. Aber sag ihm bloß, er soll sich meine Tegler aus dem Kopf schlagen, gell? Ja, 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 ja. Das ja, ist ja nämlich meine Sau. Ja, ja. Ja, dann setze mich halt her, wenn du mich schon einlässt. Ja.
Hätte ich geglaubt, dass wir zwei noch mal so freundschaftlich beisammen sitzen, ne? Ja, ich auch nicht, ne? Aber schon oft der Fall gewesen, dass zwei, die sich gestritten haben, hinterher die besten Freunde waren. Also, ist ja alles menschlich. Na ja, bei der Freundschaft wird er nicht bleiben. Ich glaube, wir kommen noch ein bisschen inniger zusammen, ne? Aber. Was? Weißt du schon? Na ja, heute hat mir der Bertl eingestanden, dass er deine Tochter die Rosel gern hat, ne? Ja, ich sage dir schon, gern sehe ich das nicht. Ja, ich aber auch nicht, brauchst keine Angst haben, ne? Ja, gut, wenn uns auch wir nicht immer vertrauen haben, die jungen Leute, die werden sich schon verstehen. Die Liebe gleicht das alles wieder aus. Ja, ja. Das ist ja alles menschlich. Na gut, und wie hat dir die ganze Geschichte vorgestellt? Hm? Der Bertl hat gesagt, du darfst dir meinen Hof übergeben. Ja. Ja, und ich hab mir gedacht, ich gebe meiner Rosel 50.000. Mann, 150.000. Was sagst du? 150.000. Ich muss was an die Ohren haben. Warum? Ich höre immer 150.000. Ich habe auch 150.000, Schatz. Haben wir mit der Nippe? Nein, wirklich nicht. Ja, das ist ja viel zu viel. Du redest doch kein solcher Blödsinn. Bei deiner Hochzeit hat deine Frau 150.000 schon mit in die Ehe gebracht. Ne? Na, ist es recht und billig, dass du dieses Geld deiner Tochter vermachst. Ne? Von deinem Vermögen ist da noch gar nichts dabei. Moment. Das ganze Heiratsgut von meiner seligen Alten sollte hergeben? Ja. Ja, was hätte noch ich gehabt von der Heiraterei? Warte mal. Ja, zumindest einmal die Zinsen von 20 Jahren. Ne? So, ja. Und den Ärger, wo ich gehabt habe mit der alten Beißfalle. Lass sie im Frieden ruhen. Ja, das meine ich auch. Ja, das war aber schlecht, Alter. Ja. Also unter 150.000 kann man von mir drüber nicht reden. Was? Setz dich mal her, Simon. Ja? Kann man dir nicht ein bisschen handeln? Nein. Na, du aber, du das. Dann musst du aber auch bedenken, gell? Das ist ja mein Rosel, ein braves, sauberes, fleißiges Mädel. Wenn die den Bertl stehen lässt, solche kriegt ihr nie mehr. Die lässt mein Bertl nicht stehen. Und du darfst nicht vergessen, dass mein Bruder auch ein fleißiger, braver, anständiger Bursch ist. Ne? Außerdem ist mein Hof ein bisschen größer. Es wird eine Mühle mitsamt der kleinen Landwirtschaft und den leider so verwüsteten und verkommenen Obstgarten. Apropos Obstgarten. Ja. Den wollten wir doch einmal abkaufen, jetzt können wir ins Geschäft kommen. Ne, wir können mal drüber reden. Ne? Na gut, dann darf ich sagen. Ja. Ja, das machen wir so. Ja. Du übergibst dein Bertl dein Hof. Ja. Ich übergib dein Bertl mein Rosel. Mhm. Und statt die 150.000 an den Obstgarten. Du hast meinen Vogel, das spielst mal. Das ist ein verkommener Obstgarten, 150.000 Mark. Was wachst denn da schon drin? Lauter Holzbirnen, ne? Und lauter Mostäpfel. Ich hab's auch gefressen. Das sieht man an dem Mostschädel. Weißt du was? Was? Veredelst das und dann ist der Garten auf einmal eine Million wert. Rede ich ans Mann, ich weiß, dass ich sowas nicht hören mag. Ne? Ah, Herr Schatz. Jetzt halt doch nicht immer gleich so auf der Höhe. Ja, war ja, wir sollten das erste Mal wehren, wenn wir verwandt sind mit dir. Du, pass auf, so, da hab ich nicht so viel Zeit mit dir. Ne? Da bin ich meinen Sommerhäusl drum, kümmere mich um meine Bienenstöcke und meine Obstgärten. Da hab ich keine Zeit zur Unterhaltung. Ehrlich nicht? Dann ist es gut. Gut, dann sage ich gebe der Rosel 150.000. 150.000. Du sag mal, hast du eigentlich ledige Kinder auch? Was, wie kommst du jetzt da drauf? Da täte ich mir ja das Sünden für. Das ist andere auch schon passiert, oder? Ja, ist ja auch alles menschlich. Ja, ja. Nein. Ich habe immer ein sauberes, anständiges Leben geführt. Ja. Wer war denn dieses nette Frauenzimmerle, das war das letzte Mal bei der Obstausstellung dabei gehabt aus den München? Hm? München? Ja. Wo ist jetzt München? Na ja, komm, hier. Wie ein verliebter Kader bist rumgeschwanzelt. Und rar und hast traut, als wäre ein verliebter V. Oh, ich hab überhaupt nichts traut, und sogar kein V. Ja, ja. Und, ja. Hat's dir gefallen? Na ja. War nicht Frau, ne? Dann hat keinen schlechten Geschmack. Gell? Ja, mal gut. Ja. Man, jetzt, wo wir verwandt werden miteinander, kann ich dir ja sagen. Ja. Ich habe nämlich vor. Ja. Ich habe nämlich vor. Nochmal zu heiraten, ja. Woher weißt du das? Wer wird nachher die Schwiegermutter von meinem Sohn? Ne? Die Witfrau vom Goldenen Ochsen in Großhaut Benning. Ach Gott, die kenne ich doch, glaube ich. Wenn ich auf der Viehausstellung war, habe ich im Ochsen übernachtet.
das ist die Wirtin, das schön. Nein, ist nimmer. Nimmer? Nein, sie hat ja die Wirtschaft verkauft, gell? Ja. Ja, jetzt möchte sie so ein kleines Anwesen zulegen, gell? Aha. Ich hab mir halt gedacht, das wäre doch viel praktischer für sie, wenn sie sich gleich so ins Gemachte Nest einsetzen kann. Ja, ja, und du hättest ein warmes Nestel vorbereitet, gell? Ja. Dann könntest du dich schön hinschmuggeln. Ja. An ihr Geld. Ja. Oh, ja. Da gebe ich ein Dingchen ans Geld. Nein, ich denk da bloß an meinen Betrieb. Ja. Na, schau her, wenn die Rosel doch jetzt wegheirat, ja, brauch ich doch wieder ein Weiberleid auf meiner Mühle. Na ja, nur geschäftlich, das ist ja viel. Na gut, ich geb zu. Der Mensch ist nicht gern allein, alles menschlich. Na ja, vor allem für dich gratuliere ich mit. Nein, so weit bin ich noch nicht. Nee? Nein. Aber sie kommt jetzt auf ein paar Tage daher, ja, möchte ich da in der Umgebung umschauen. Ja, der... ja. Ja, in einem Wirtshaus möchte ich es aber nicht schlafen lassen. Aha. Ja, können Sie doch eine andere hinmachen. So ist es. Ja, und bei mir geht's auch nicht. Das schaut schlecht aus. Ja, und jetzt? Hab ich mir gedacht. Sie können doch ein paar Tage bei dir wohnen, du hast doch Platz. Ja. Naja, also von mir aus, ich meine, ich habe ein schönes Zimmer, das steht leer. Das schaut eigentlich so, da kommt übernachten drin, solange es mag, ne? Ehrlich? Aber ehrlich, außerdem, wir werden sowieso verwandt miteinander. Mein Gott, danke ich dir heute halt recht schön, gell? Schön. Und wie der Verspruch mit dem Bärtl perfekt ist, werde ich ihm dann die 150.000. Die 150.000, Herrscher. Ja. Die werde ich einmal dann überweisen. So, ich mag es. Also nachdem du schon die guten Birnen gebracht hast, kriegst du einen guten Wein. Ja, also, aber trink langsam, der ist nämlich recht stark. Also Miller, lass den schmecken, ich hab keine Zeit. Wir schauen, wo mein Bruder ist. Und nicht auch. Nein, nicht. Brauchst ja nicht wieder bei deiner Tochter, wie du sagst, gell? Ja, hol's rüber. Ja, ja. Die jungen Leute sollen wir nicht so lange allein lassen, da kommt nichts Gescheites raus dabei. Du weißt, ich kann's ja fahren. Rum. Dann wird scheinbar jetzt doch was aus die zwei Jungen, hä? Ja, heute noch wollen wir für Spruch feiern, ne? Da, schau her, ja, da muss ich ja gleich ein Glas mit dir mitringen und anstoßen. So. Also dann, Prost! Es freut mich, dass aus den zwei Jungen noch was wird. Mhm. Die Rosa ist ja ein nettes Mädel. Nur auf die bin ich nicht so gut zum Sprechen. Also, was geht denn dich mehr streiten im Lindenbauern an, hä? Tja, mein, der Birnbaum, der ist mir wurscht. Ja, also, was geht denn sonst noch? Ja, wenn man alt wird, gell, dann vergisst man halt gern. Hm? Aber nachdem ich noch nicht so alt bin, kann man genau alles merken. Was soll jetzt der Blödsinn wieder heißen, ne? Ah, weißt, Müller, ich hätte nicht geglaubt, gell, dass wir zweimal so nett noch beieinander sitzen und ein Glas Wein trinken miteinander. Ich glaube, die haut dir das Glas Wein auf den Schädel. Ja, ich muss es wieder gehen. Nein, was? Müller, jetzt bleibst du. Jetzt reden wir mal die Geschichte aus vor 15 Jahren. Es wird Zeit, hä? Also, wie ich da hergekommen bin, da war ich so an die 30, gell? Ja, das interessiert mich aber nicht. Hm? Du warst damals ein stattliches Mannsbild. Ja, das interessiert mich eher, ja? Hast du mir gut gefallen? Ja? Allerdings, der Mühle hat mir noch besser gefallen. Ja, ich muss jetzt schauen, was die Jungen machen. Na, bleib mal da, weil sonst erzählt er das, was ich da jetzt zum Sagen habe für alle Leute, gell? Ja, dann schick dich aber das Brautpackung gleich rum, gell? Ja, da hast du recht. Wir waren bei auch mal ein Brautpaar. Hoppala, gell? Ich hab dir nie das Heiraten versprochen. Ja, das stimmt. Versprochen hast du es nie, aber ausgeregt hast du es auch nicht, im Gegenteil. Ganz narrisch warst du vor lauter Liebe. Und hergedruckt hast du mich, dass mir gleich direkt die Luft wegblieben ist. Warum habe ich nicht weitergedruckt? Jetzt ist schon wieder gut und jetzt hör auf, gell? Ja, hör auf, habe ich damals auch zu dir gesagt. Aber du warst ja ganz narrisch vor lauter Liebe. Sogar den Ärmel aus der Jacke hast du rausgerissen. Na, jetzt heißt so gut, red ein bisschen lauter, dass du wer hört, gell? Und dass du deinen Heiligenschein runterhauen, gell, du Mädchenverführer, du. Fifi, lass die alten Sachen begraben und vergessen, ist doch alles menschlich. Natürlich, ist doch alles menschlich. Jo. Nur, dass du mich damals nicht geheiratet hast, das war unmenschlich. Ja, hallo, dich.
bin ein Ehrenmann, gell? Immer gewesen. Und wenn damals aus unserem Verhältnis was passiert war, hätte ich als Ehrenmann gewusst, was ich zu tun hab, gell? Was? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, freilich. Wirklich? Ja, ganz wirklich. Dein Ehrenwort? Ja, natürlich. Weißt du was, Müller? Hm? Na, vergessen wir doch die ganze Sache. Das also, ist gut, ja. Trinken wir Prost miteinander und sind wir wieder gut. Ja, sind wir gut und ich gehe jetzt wieder, gell? Für dich gut. Für dich gut, ja. Heute ist was der Brrrr. Was ist das? Was ist denn jetzt nur? Müller, du wolltest mir doch damals ein Sparbuch geben, das ich nicht genommen hab. Weißt du was? Gib mir's einfach heiß. Sag mal, geht's dir gut, hä? Ja, mir geht's gut. Nach 15 Jahren soll ich noch rechnen. Bist du schon lange verjährt? Nein, sowas verjährt nicht. Nach 15 Jahren hört sich jede Zahlungspflicht auf. Gut. Dann frage ich einfach mal meinen Rechtsanwalt, gell? Das, was? Sag mal, spielst du das, ja? Ich komme halt einfach mit solchen Sachen aus. Du, pass mal auf, gell? Ich war dir damals überhaupt nicht schuldig, gell? Freiwillig hätte ich dir was gegeben. Du? Ja. Jetzt pass auf. Du hast damals zu mir gesagt. Fifi, hast du gesagt, das bin ich. Hätte ich gesagt? Hast du gesagt, Fifi, das bin ich dir schuldig. Hast du gesagt? Hätte ich gesagt? Hast du gesagt? Bitte, ob ich das jetzt hätte oder nicht, das ist ja ganz egal. Auf alle Fälle, du hast nichts schriftlich. Da hast recht. Aber das macht nichts. Weil ich nämlich vor jedem Gericht einen Eid beschwören werde, was das so gewesen ist. Tut mir mal, möchtest du mir jetzt vielleicht noch mit dem Gericht drohen, ha? Na, Gemüller, ich droh dir doch nicht. Ja. Aber verklagen tue ich dich. Ja. Jawohl, ich verklage dich. Wegen verminderter Heiratsabsicht und wegen falschen Liebesgeschwüren. Du, sag einmal, was gingen denn mich deine Geschwüre an? So ein Gemeinheit. Ich werde dem Richter einen Eid hinlegen, der sie gerade so gewaschen hat. Außerdem habe ich ja zwei Zeugen. Was für Zeugen? Was für Zeugen, ha? Kannst du dich noch erinnern, wie uns die Wiesenbäuerin einmal beim Puzzeln überrascht hat, gell? Und ich bin so erschrocken, dass ich in die Mehlkrumm reingefallen bin. Und die Wiesenbäuerin hat gemeint, ich bin ein Gespenst. An das kann sich die Quiz erinnern. Das ist meine Zeugin Nummer 1. Zeuge Nummer 2. Was für Zeuge Nummer 2? Ja? Kannst du dich noch erinnern, wie du mich einmal in die Lippen reinbissen hast vor lauter Liebe, dass ich eine ganz dicke Lippen gehabt habe und zum Doktor gehen habe müssen, hä? Ich hab zwar damals zu dem Doktor gesagt, mich hat eine Biene gestochen. Aber der Doktor hat gemeint, dieser Biene fehlt ein Eckzahn. Zeuge Nummer 2. Zeuge Nummer 3. Ja, danke, danke. Braucht kein Zeugen mehr. Ah, das kann mehr. Das ist gut. Möchtest mich wohl vor Gericht lächerlich machen, ha? Natürlich. Gift drauf nimmer! Was trau ich dir zu, du gespinnerte Gräber, du gespinnerte! Was ist jetzt? Krieg jetzt das nicht! Ja, stell dir Grammophon einmal ab, Wirtschaftszeiten, ja! Grüß dich, Papa! Na also! Warum nicht gleich? Müller, du bist eigentlich doch noch ein netter Mann! Was? Ich besuche dich einfach mal auf deiner Mühle! Ja, das lasst schön bleiben, geht für sie gut! Müller! Gib mir mal ein Puzzle. Komm, verschwind, bevor jemand kommt. Aber war er denn wieder dafür bei deiner Tochter? Das mag ich für gar nicht, die Schmuserei vor der Hochzeit. Das sind doch junge Leute. Okay, Müller, gerade das Puzzeln vor der Hochzeit ist doch das Allerschönste. Ja. Also da hat jetzt die Bibi wieder recht, gell? Ja. Aber schau her, das ist jetzt meine Braut. Ne? Aber ich kenn doch als Rosa. Lindenbaum, ich werde in Bertel immer eine brave Frau und dir eine gute Schwiegertochter sein. Ja, wir werden schon zusammen raufen, gleich im Busse aufs Backe. So, danke. Und dass du das weißt. Ich nehme bei den Bärtel nur wegen dir. Wegen mir? Ja, du hast mir schon immer recht gut gefallen. So? Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Bärtel später mal dir ähnlich schaut, dann habe ich genau den Mann, den ich haben möchte. Gib mir Fussi aufs Backe. Ich kann nicht so dumm oder bist eifersüchtig, ha? Beinahe fast. Rosa, ein anständiges Mädel macht das nicht, gell? Nein, wenn der einen Burschen gern hat, dann sagt es ihm nicht. Und sagen wird es ihm schon gleich gar nicht. Ja, aber der Bursch, gell?
Der Bursch, das kann passieren, dass der vor lauter Liebe die Magel den Ärmel rausreißt aus der Erde. Also Papa, jetzt machen wir gleich alles ab, gell, der Handschlag und dann ist in 2 Monaten Hochzeit. Nein, in 4 Wochen wird mein Lieber. 4 Wochen? Du holst dich da raus, du bist jung, du kannst warten. Ja. Auf was soll man denn warten, wenn wir uns schon einig sind? Also, ich darf schon jetzt. In 4 Wochen weiß man gerade. Ja? Wir waren 6 Monate früher. Oh Gott, das bin ich 6 Monate, oder bin ich jetzt? Überleg doch einmal, wenn die Wirtin wirklich kommen sollte zu dir, der wär's vielleicht recht, wenn die Tochter immer im Haus ist, ne? Da hast du wieder recht, ja. Jawohl, genau. Es bleibt dabei, wie ich gesagt habe, in 3 Wochen ist. Ja, 3 Wochen! Wenn du kein Weiberleib mehr auf der Mühle, dann komm ich zu dir. Aber Müller, du brauchst mir dann kein Sparbuch mehr geben. Ja, halt jetzt mal den Duschen, ha? Bist gut? Bin ich da schon recht am Linken? Ja, klar, habt ihr noch gar nicht so früh erwartet, Christi? Ja, hoffentlich störe ich nicht. Ja, ich glaub schon. Na ja. Wir feiern gerade eine kleine Verlobung, ne? So? Ja. Wer heiraten? Ich? Nicht. Nein, meine Tochter heiratet den Bertel da, den Buben vom Lindenbaum. Oh, dann gratuliere ich, gell? Dankeschön. Ja, und ich bin die Kranzeljungfrau. Ja, ja. Oder hast du was dagegen, Michi? Hey, Michi, ob du was dagegen hast, frag... Herrschaft, seitens! Sag mir deine Michi zu mir. Für andere Leute bin ich der Heidinger. Ach, schau her, du bist nicht mehr der Michi für mich. Wer bist denn du für mich? Ha? Kommt bei dir weit weg, du. Geh in den Keller runter und hol noch eine Flasche Wein, ja? Ja. Aus dem Rechtbau, da ist sowieso nicht mehr so viel drin. Also gut, Nacki. Ja. Aber das sagen wir gleich. Von ihm muss ich dir noch was erzählen. Ja, das erzählst du anders mal. Nein, das ist aber ganz wichtig. Ja, da geht es nämlich um einen runtergerissenen Ärmel, ja, und um eine Biene mit einem Eckzahn. Ja. Gleich bis er zur Tiefe ins Flachfirma geschaut. Das merkt man. Ja, ja. Aber sie ist lustig. Ja, ja, ja. Hoffentlich störe ich nicht. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich wieder runtergehe ins Wirtshaus und nehme mir da ein Zimmer. Nein, nichts da. Ich werde das über die Heringen lassen. Sehr schön, gemütlich. Da wirst du dich sehr wohl fühlen. Kannst du drin so lange wohnen, wie du willst. Und wenn du in der Gegend bleibst, dann würde ich mich auch sehr freuen drüber. Ja, das würde uns freuen. Nein, das heißt also, mich würde es freuen. Ja. Und der Hannes freut sich auch, wenn ich mich freue. Ja, und Rosel, was sagst du zur Nanni? Ich meine zur Frau Hintermeier. Gut, ich hoffe, dass du bei unserer Hochzeit dabei sein wirst. Ist sie? Ja. Selbstverständlich bist du eingeladen und der Freiner schon drauf kommt. Ja. Ja. Danke. Wenn die Baby kommt. Mit dem Wein, das stoß noch mal auf den Besuch an, ne? Ja, und auf die Verlobung. Ich kann einfach ums Verrecken dieses Schlüsselloch von der Weinkellertüre nicht finden. Also ich bin unschuldig, ne? Das war ich auch einmal! Ja, also, der Papa soll hinterm Haus einen Garten anlegen, gell, mit lauter Rosen und Nelken. Wie sagt der Papa immer? Bussi aufs Packi. Du, und eine Laube möchte ich haben, wo ich mich dann am Nachmittag mit beim Strickzeug hinsetzen kann. Aha. Und wie sagt der Papa immer? Bussi aufs Backe. Gut.
Dann setz ich mich dazu, dann rauche ich mal Pfeifen, ne? Nein, nicht mit der Pfeife. Du weißt ganz genau, dass ich den Tabakgeruch nicht vertrag. Na gut, dann rauche ich eben nicht, ja, ne? Und dann, Bertl, dann lese ich dir was vor. Wie sagt der Papa immer? Bussi aufs Backi. Diese Schmusereien kann ich überhaupt nicht sehen. Ach, mein Bertl. Und auf die Nacht, da scheint dann der Mond. Das hat die auch schon gespannt. Ja, der Mond, der darf uns so zuschauen bei solchen Sachen, gell? Und wie sagt der Papa immer? Ja, Bussi aufs Backi. Schmus nur, die jungen Leute müssen noch viel lernen. Sag einmal, hast du mich wirklich gern? Das fragt ja Depp ein paar Tage vor der Hochzeit. Bertl, ganz narrisch gern. Und wie gern hast du mich? Ja, es klang bestimmt für dich. Mein Hobby im Kopf. Wie heißt das, Bibi? Wie schaust denn du aus? Ich werde ihn ausschauen, Kopfweh hab ich heute. Ja, ein Kater hast, so schaut's aus. Nein, einen Kater hab ich immer, heute hab ich Kopfweh. Du sag einmal, Bibi, weißt du eigentlich nur, dass du meinem Papa vor alle Leute ein Puzzle gegeben hast? Ich? Mei, war ich besoffen. Machst du nichts draus, Bibi. Du, zu unserer Hochzeit musst du noch einen viel größeren Rausch haben, als den, den du heute gehabt hast, ja, gell? Ja, aber nur, wenn du bis dahin wieder nüchtern worden bist, Bibi, gell? Das möchte ich bezweifeln. Gut, ja, ich hab mir jetzt mal raucht. Oh, ich glaube, ich hab mir alles verdorben. Mei, ich hab Kopf. Ah, Bibi. Grüß dich, gut. Geh nicht so laut, bitte. Entschuldige. Sag mal, was ist denn mit dir los? Was werden sein Kopfweh hab ich heute? Ach Jesus, das ist doch nicht schlimm. Dann nimmst du den Pulver, dann vergeht's Kopfweh wieder. Nein, da hilft der Pulver auch nicht. Ich glaube, ich muss fort von da. Geh so ein Schmarrn. Wegen so ein bisschen schwitzt, da geht's auf die Welt nicht unter. Das weiß ich aus Erfahrung. Ja, das glaube ich dir. Als Wirtin warst du bestimmt schon öfters besoffen. Aber mir bricht das das Gedicht. Nein, ich weiß nicht. Du, das Puzzle, was du am Müller gegeben hast, kommt mir sehr verdächtig vor. Nein, geh, dass du das weißt. Dieses Puzzle war nur ein Puzzle im Feuerrausch. So, ja, dann ist ja gut. Weißt du, der Mann muss um ein Puzzle betteln. Freiwillig gibt man sowas nicht her. Und wenn er jetzt keins will? Dann musst du schauen, dass er Appetit drauf kriegt. Und wie soll das gehen? Indem du dich von deiner schönsten Seite zeigst. Von meiner schönsten Seite? Ja. Da sitze ich meistens drauf. Jede Frau hat eine schöne Seite. Ja? Ja, die eine, die hat schöne Augen, die andere schöne Haare. So? Ja, die andere hat eine gute Figur. Aha. Und die nächste, die hat wieder einen guten Charakter. Haben wir schon? Bei mir ist bloß der Charakter. Schmarrn, Fifi. Das ist doch was. Ein guter Charakter ist immer was. Sag mal, wie schaust denn du aus? Wie ziehst denn du an? Ha, so ein altes Gewand, so laufst du umeinander. Na, und dann deine Haare. Frisierst dann auf zu einem Sauschwanzel. Moment, gell? Das ist meine Antenne, die brauche ich. Evi, du bist doch nicht kreislich. Hast du es auch schon gespannt? Ja. Eigentlich bist du mir gar nicht so unsympathisch, gell? Okay. Und rühren tust du auch ganz gut. Was ist denn das? Das ist ein Duftwasser. So. Da kriegst du auch was. Jawohl. Aber eins musst du, du musst dich anständig herrichten. Jugendlich musst du anziehen. Und dann vor allen Dingen schön frisieren. Also so gut wie du frisiert bist, drin ist natürlich nicht hin. Ja, dann gib doch halt ein bisschen mehr. Ja, und was tue, wenn ich in meiner ganzen Pracht und Herrlichkeit dastehe und der will nichts wissen von mir, hä? Dann musst du dein Hirn einschalten. Hört schon auf. Fifi, dann musst du mit dem Mann kokettieren. Ha? Jawohl, du musst ihn anlachen. dann ein bisschen mit den Augen blinzeln. Ja. Und dann musst du auf und ab gehen für den Mann. Du musst dich von einer Seite zu der anderen dran. Ich komme mir ja vor wie ein Ventilator.
Baby, da möchte ich sein, ob du keine Eroberung magst. Das war mir ja alles ganz recht. Ja, das musst du dir merken. Stolz musst du sein. Je mehr du einem Mann verbietest, umso mehr will er von dir haben. Gut, dann verbiete ich ihm alles. Du musst dich im Preis steigern. Je geheimnisvoller du dich einem Mann gegenüber gibst, umso neugieriger werde auf dich. Du schon her. Weißt du was, Hintermeierin, der Bauer und die Müller, die setzen gerade die Übergabeurkunde auf, die brauchen mich nicht, da geh ich jetzt nicht ab. Ich glaube, ich tue mir jetzt ein bisschen herrichten. Nein, Mann, es ist gescheit, ich tue mich herrichten. So, Baby, was werden die jetzt aufsetzen? Die Übergabeurkunde. Ja, wieso? Ja, weil der Bauer sich aufs alte Teil zurückziehen will, hat er gesagt. Was, der Hannes, der Lindenbauer? Ja, er will nur noch Obst züchten, der Depp. Da gibt er einfach so den Hof aus der Hand. Ja, das war alles nicht passiert, wenn eine Bäuerin da war auf dem Hof. Sag einmal, warum hat er eigentlich nie mehr geheiratet? Warum? Ja. Ganz einfach, weil er ein Weiberfeind ist. Und das weiß ich aus Erfahrung, weil die 16 Jahre, wo ich jetzt bald da bin, hat er mich noch nicht einmal mit dem Fingerspitzer losgelangt. So ein Weiberfeind ist er. Du, Betty, kannst du mir einen Gefallen tun? Das kommt drauf an. Du musst dafür sorgen, dass der Bauer diese Übergabeurkunde heute nicht mehr unterschreibt. Du bist so gut, ich kann es ihm doch nicht verbieten. Na, verbieten kannst du es ja nicht. Aber du kannst ihn stören. Stören? Stören, immer wieder stören. Ah, also ich soll ihn immer wieder stören. Stören, jawohl, dass er gar nicht dazukommt, den Wisch zu unterschreiben. Du weißt was, ich lasse einfach einen Stier von der Kette, der räumt im Hof schon auf. Nein, das machen wir nicht. Nee, dann zieh dir einen Eisstadel an. Noch schlimmer jetzt erst auf, uns wird schon was anderes einfallen, gell? Ja, also ich gehe. Weißt du was? Ich trinke jetzt zuerst einmal ein Glas an Schnaps. Vielleicht wird mein Kumpel. Schauen. Selbstverständlich, ja. Herr Schauenscher. Gefällt mir sehr. Na, schön. Bist du mit deinem Zimmer auch zufrieden? Ja, also das Zimmer, das ist ja ganz lieb. Da werde ich ganz bestimmt gut schlafen drin. Ja, hoffe ich für dich, ne? Ja. Und du riechst schon so gut wieder. Ja, jede Frau muss was auf sich halten, gell? Ja. Und dann macht man das nur wegen Eichmannsbrühe. Ja, schon bei Müller brauchst du dich nicht mehr anstrengen. Der brennt sowieso schon lichterloh. Wie kommst denn du auf den Müller? Da seid ihr euch jetzt auch noch nicht einig, wenn ich sowas durchblicken lassen. Also da hab ich noch nicht drüber gedacht. Ich mein, du bist wegen ihm auf Sucht da. Was, ich? Ja. Wo? Ne? Nächste Woche, da wird doch der Wiesenhof bei euch im Ort versteigert. Ja, genau. Ja, und den möchte ich kaufen. Ach so. Wen er mir gefällt, ne? Ja. Ja, und darum bin ich auch da. Hat er das der Müller nicht gesagt? Ja, schon mal geredet davon, ne? Da war ich spätestens gelacht dabei. Ich bin der Meinung, also der passt gar nicht zu dir, der Müller, ne? Wieso? Na ja, er ist auch nicht mehr der Allerjüngste, gell? Ja, ich bin ja auch wirklich nicht mehr der Allerjüngste. Ja, aber und bei einem Halten ist mir gut gehalten. Na, vom Halten nur habt ihr Frauen das nicht so. Ah. Ich meine, ihr wollt schon ein bisschen was fürs Herz auch noch haben, ne? Also, das stimmt schon. Ja, eben. Also, ich will noch mal heiraten, Dad. Also, ja. Mein Mann, der müsste mich schon gern haben. Ja. Und ich ihn natürlich selbstverständlich auch. So, ja. Dann dürfte er nicht ins Wirtshaus gehen. Zumindest nicht jeden Tag, gell? Ja, und dann abends werden wir uns dann zusammensitzen. Auf dem Kanapee. Kanapee ist immer gut, ja. Ja. Und dann werden wir ein Glas Wein oder zwei trinken. Am Kanapee? Am Kanapee, ja. Und dann da mal zusammenrücken. Ja. Am Kanapee. Am Kanapee, ja. Ja, und dann da mal ein bisschen reden. Am Kanapee. Ja. Etc. Kanapee. Ja. Ja, mei, bis heute Zeit ist zum Schlafen gehen, ne? Also das passt mir gar nicht, ne? Wieso? Ja, ich was sagen, da würde sich ja der Müller richtig freuen drüber, ne? Okay, aber ich nicht. Am Müller, da denke ich wirklich nicht. Nee, du hast vielleicht noch einen anderen Auflage. Ja. Ja? Ja, aber ich weiß natürlich nicht, ob er zu mir passt. Mhm. Und was sagt er dazu, zu dir sagt? Der weiß ja noch gar nichts. Der weiß es nicht? Na? Das ist ein schöner Trottel, das muss ich...
also nicht merken. Was? Das ist ein Weiberfeind. Auch das noch. Ja, du, der macht 100.000 andere Sachen, dass er gleich vergisst, dass er Roman ist. Sag ich dir einen guten Rat, den nimmst du nicht, weil du bist angeschmiert, ne? Du, das will ich nicht sagen. Jetzt wartet erst einmal ab, ja, ob er zu mir passt. Und dann bürgen wir schon so hin, wie er ihn braucht. Ihr Frauen versteht sich schon, den Männern den Kopf zu verdrehen, gell? Da seid ihr. Wir haben im Garten draußen einen Kaffeetisch hergelegt. Komm raus, der Kaffee. Ja, komm raus. Ja. Komm, schauen wir, dass wir fertig werden, bis der Müller kommt. Was ist mit der Übergabeschrift? Ne? Machen wir, ja. Ja. In meinem Gartenhaus zeige ich dir meine Obstbäume. Einen Birnbaum habe ich dabei, da sind zweierlei Früchte drauf. Aber alle zuckersüß. Da habe ich jetzt den Schreiber mal aufgesetzt. Es braucht er bloß noch unterschreiben. Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus? Ganz schön raffiniert, gell? Von wegen. Du, das sag ich dir. Du hast dich ja heute in dem Rausch aufgeführt, wie ein. Nein, keine Beleidigungen, ja, die kannst du sparen. Weißt du überhaupt, was du in dem Rausch alles gesagt hast? Selbstverständlich weiß ich das. Ja, ums Haar hast du unsere Dummheit von damals aufgebracht. Die Dummheit von damals, die einzige Dummheit damals war, dass du mich nicht geheiratet hast, wo ich so einen guten Charakter hab. Die einzige Dummheit war, dass ich dich überhaupt angeschaut hab. Ha, dass ich nicht lach. Ja, lach. Aber weil wir gerade von Erinnern reden, hast du mir nicht heute früh was versprochen? Ich? Ja. Dir? Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also, du kannst dich wirklich nicht dran erinnern? Nein. Ich glaub, du hast mir die Ehe versprochen. Na, du spinnst ein bisschen, ein Sparbuch, was? Ach, ja, aber du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Natürlich kann ich mich dran erinnern. 10.000 Mark hast du mir versprochen. Spinnst du bitte? Na wirklich nicht. Für 10.000 kauf mir Ochsen gespannt. Und keine so blöde Kuh. Na. Du wirst dich anschauen. Ich kauf mir für dieses Geld ganz was Schönes. Ja, da musst du das Geld aber erst arbeiten. Ja, das Geld, das krieg ich schon. Ja. Jetzt machen wir das Ganze nämlich schriftlich. Da, pass auf. Also. Ich, das bin ich, schulde, wenn es um Schulden bist, gehst du. Ich schulde dir Genoveva Reitlinger wegen Verführung und für ein gebrochenes. Gebrochen. Schreib so, wie es da sprichst mich. Bin doch nicht blöd, oder? Ich schreib's mit 2 P. Gebrochenes Heiratsversprechen, 10.000 Mark. So, ich unterschreib's es und zwar flott, gell? Wenn ich das unterschreibe, kannst du mir einen Trottel heißen. Ja, das sage ich so auch zu dir. Ja, von wegen. Dann hätte ich statt den hier einen Ferrari im Kopf, du hast ja die Zwitschgen, du. Du unterschreibst also nicht? Ja, ganz bestimmt nicht. Nein, du bist doch ein gestörter Mensch, bist du. Weißt du, was ich dir sage? Was? Jetzt, wenn ein Zeuge da wäre, dann würde ich dich jetzt noch verklagen wegen Ehrenbeleidigung. So? Ja. Es ist aber kein Zeuge da. Und folgedessen sage ich dir ins Gesicht, was ich mir denke. Was? Du verstimmte Baustein, du damische. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich so lange für dich aufgehoben habe. Weißt du, was ich dir jetzt sage? Was sagst du denn? Du sitzen gebliebener Radaubesen, du. Schau, dass du rauskommst, sonst wäre ich grob. Jetzt reizt man mit dir. Und sowas hat zu mir einmal Schatzer gesagt und Mausern und Zwitschgen. Dieses Weib regt mich auf. Also jetzt fängt es draußen zu rennen und ich glaube, wir müssen einen Kaffee hier reinbringen. Wenn du kommst, geht die Sonne auf. Okay. Und wie gut du wieder riechst.
Sag einmal, bist du zu alle Frauen so galant, ha? No, nur zu dir. Okay. Denn dir müsste ich noch ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Ja. Na, also sei mal nicht böse, du kannst mir alles gestehen, nur kein Liebesgeständnis, das mag ich mit dir. Ausgerechnet, das wollte ich dir jetzt machen. Ein Liebes... Da herin, ja. Wo alle Augenblick jemand kommen kann. Ja, schon, aber... Na. Bei sowas, da muss es finster sein. Ja, bitte, dann mach ich's Licht aus, oder? Na, dann dürfte keiner ein Wort reden. Ja, ich weiß sowieso nichts mehr. Nee. Jetzt komm her, Nanni. Na, komm, so weit sind wir noch nicht. Na doch, ist doch alles menschlich. Ja, so, jetzt kann man draußen bleiben, das regt euch jetzt wieder auf. Ne? Ja. Das ist ja, ich hab alles aufgesetzt. Das können wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen. Ja, das können wir machen, ja. Gell? Also, dann lese ich mal vor. Gut, dann lese ich vor. Ich, Johannes Birnstengel. Ja. Bin ich. Ja, freilich. Ja, aber ich kann doch nicht schreiben, du, Johannes, oder? Ach so, ja. Ja, ich schreibe jetzt für du. Ich, Johannes Birnstengel, ja. Lindenbauer vom Lindenhof, übergebe mit heutigen Tage. Das ist heute. Jawohl. Genau. Meinen Sohn, also das heißt deinen Sohn, den Bartholomäus, mein Anwesen mit allen Liegenschaften und beweglichen Gütern. Moment mal, was soll denn das? Nein, ich hab damals auch den Hof gekriegt und Gefelder und das kriegt der Bub wieder, ne? Alles andere hab ich neu dazu gekauft. Ja, Moment, dann bleibt dir der ganze Wald und die süßen Wiesen am anderen. Ja, ich nehme ja Viecher an mit, ich brauch Ochsen, ich brauch Kühe, ich brauch ein paar Ross, ne? Was, das Viech möchtest du dem anderen nehmen? Der Bertel redet halt auch was. Ja, Papa, das geht mir nicht ganz, gell? Ja, was willst denn du noch mit dem Viech? Du kannst doch nicht einmal mehr die Milch von einer Kuh da saufen, oder? Hock dich auf den Sommerhäuseln auf und... Futter deine Bienen. Ich baue aber doch noch einen Stall dran an mein Sommerhäusl. Und eine Garage baue ich auch. Ein Auto kaufen wir noch. Das ein Auto und bauen, ja, das kostet einen Haufen Geld. Ja, ich hab's auf der Bank, ne? Ja, das muss dem Buben gehen. So denn? Ja, du, ein Hof ohne Betriebskapital, das geht doch nicht. Wie ich so alt war wie ich, habe ich auch kein Betriebskapital nicht gehabt. Nein. Außerdem habe ich alles dazugekauft, eine neue Kieskrumm und die bringt noch viel Geld. Ne? Was heißt, die bringt also, noch? Die Kieskrumm, die muss am Hof bleiben, die brauche ich. Ha? Du? Ja. Der Bertel. Jetzt rede ich auf den Bertel. Ja, gut. Nicht, du hast die Pflicht, dass dein Kind nicht benachteiligt. Du musst ihm geben, was er für so einen großen Hof braucht. Ich will meine Pflicht erfüllen, aber ausnehmen lasse ich mich nicht von euch. Ja, wer redet denn von ausnehmen? Es tut ein bisschen lesen, gell? Was? Ich komme von der Störungsstelle. Was? Nein, das ist nett. Warte mal. Liegt der Bauer tot im Zimmer? Nachher lebt er nimmer. Wem interessiert denn sowas? Du bist schon gut. Einen Bauern interessieren immer seine Bauernregeln. Aber freilich, einen Müller interessieren nur seine Mehlwürmer. Hör mal auf. Also, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bei den Mehlwürmern. Was? Bei der Kieskrumm. Ja, Papa, für was brauchst du die Kieskrumm? Ja? Ich kann sie nicht entbehren. Schwiegervater. Was? Schwiegervater, du. Ja. Die Kieskrumm hätten wir schon ganz gern. Also gut, gehen wir kurz aufs Paket. So, die Kieskrumm geht rein. Steigt der Gockel auf die Krähe, ist kein Hähner in der Nähe. Also ich glaube, wir können jetzt rausgehen zum Kaffee trinken. Ja, es hat das Ringe auf. Nein, Hannes, du bleibst. Nein, ich geh jetzt aber allein voraus. Wir haben nur was Wichtiges zu tun. Allein mag ich nicht rausgehen. Papa, du brauchst ja keine Angst haben, gell? Die Schafzucht, die werde ich schon nicht vernachlässigen. Schafzucht, die nehme ich doch mit. Ich habe doch eine ganz neue Alm dazu gekauft. Was, Schaf möchtest du auch noch nehmen mit der Alm? Das geht doch nicht. Papa, pass auf, machen wir es so. Ja. Der Müller soll den Obstanger geben und du gibst der Rosel die Alm mit den Schaf. Ja, Schwiegervater, du, die Schafe hätten wir alle... Nimm mal den Busse aufs Parkett. Die Schaf gehört euch. Bist du beim Melken ungeschickt
und faul, haut dir die Kuh den Schwanz ums Maul. Warum denn? Das steht alles da drin in dem Bauernkalender, oder? Jetzt fällt mir grad was ein. Bauer. Unser Kuh, die Bläste, kriegt durch ihr Kaiwi heute. Ja, ja, ja. Du solltest unbedingt rausgehen in den Stall. Nein, nein, das machst du. Geht schon. Aber. Nein, nein, das geht nicht. Warum nicht? Die Kuh ruft nach dir. Jetzt hörst du auf mit dem Schmarrn, ja, dass du rauskommst. Ja, du bleibst da, das soll Pfeffi machen. Ja. Und wenn's das nicht kann, sucht der andere Hauserin. Hoppala, hoppala, wo sind wir denn, gell? Von dir lass ich mich fein und nicht rausschmeißen. Dass du das weißt, ich geh mit dem Bauern in Austrag, jawohl, und du mit dem Obst züchten. Und in deinen Obstgarten häng ich mir eine Hängematte. Und weißt du, was du mich kannst? Was? Schaukeln. Magst du uns jetzt endlich mal in Ruhe lassen, oder nicht? Ha? Oder nicht, von dir lassen mich doch nicht hinausschmeißen, wo sind wir denn? Da stelle ich mich nämlich auf die Vorder- oder Hinterfüße, oder? Schau, dass du in deinen Stein auskommst. Nein, Kelly. Das ist einmal in Ruhe, da gehst du da was anstreichen. Wenn mir jetzt an die Hand ausrutscht, ist das nur menschlich. Also, von dem lasse ich mich nicht hinausschmeißen. Das ist überhaupt nicht die Frage, wo sind wir? Du lass die Fäbchen drüber. Du gehst jetzt in den Stein aus, aber auf! Also gut, ich muss gehen. Ich bin gestört genug. Ja. Jetzt kommt er zum Geschäftlichen, komm Bertl, sag halt auch einmal was. Ja, wir können doch Papa nicht alles wegnehmen. Der kann nicht das Bettlein in sein Sommerhäusl drin leben, das geht doch nicht. Was will er denn noch mit dem Haufen Grund? Der fährt bloß noch mit dem Auto spazieren und der schöne Grund, der verloren und das Raum. Also das tut der Papa nicht. Schreib mir, Bertl, dass du so von deinem Papa denkst und jetzt unterschreibe ich. Oh, oh. Was? Ein Stich hat es mir gegeben. Ein Stich? Ja. Ja, dann wärst du dein Mädel zu viel gegessen. Ach, nein. Wo hast du unterschreiben? Da. Hexenschuss. Ach, Hannes, sei so gut und hau mal auf den Buckel nach. Nicht, du bleibst da und unterschreibst. Ich hau dich dann später, gell? Bauer! Um Gottes Willen, Bauer, du musst sofort hinausgehen. Stell dir nur mal vor, auf diesem Birnbaum sitzt ein ganzer Bienenschwarm. Was ist ein Birnbaum? Ja, der Birnbaum, der am Gartenzaun steht. Aber dieser Bienenschwarm sitzt auf dem Ast, der zu uns rüberschaut. Oh, das sind meine Bienen! Pfeffi, das hast du großartig gemacht. Das vergisst er dann nie. Hoffentlich, das war nämlich eine Sauarbeit. Aber du verratst mir jetzt endlich, warum der Bauer diese Übergabeurkunde nicht unterschreiben soll. Na, Moment einmal. Ja, hast du vielleicht ein Auge auf ihn geworfen, hä? Zu dir gesagt, im Vertrauen. Was? Schon lang. Okay. Ja, willst du noch heiraten? Also du, wenn er mich fragt, ich nehme ihn gleich. Ja, bleibst du gleich da? Ja, also du, ich bin ja sowieso da. Also, wegen so einen Schmarrn streit man doch nicht. Wisst ihr was? Ja. Schlaft drüber und morgen reden wir über alles. Über alles? Über alles. Ja. Und der Hannes? Ja, ich schlaf auch schon mal drüber, ne? Aber du gehst mit, du schlafst im Wirtshaus, du bleibst nicht da. Was? Was? Nachdem mich der Lindenbauer so freundlich eingeladen hat, nein, nein, ich schlaf da in der Kammer drin. Ja, nichts da, du, das ist mein Gast, da geht dich überhaupt nichts an. Wo ist der schon wieder, Sperr? Komm, Papa, jetzt gehen wir. Bertl, halt mich mal wieder schwindig. Ja, Mann, was ist da denn? Ha? Sag mal, was hast du denn so dabei? Das wird schon wieder, Papa, komm, gehen wir. Ja, nein, wenn du da zum Finstern unterschaust, siehst du genau auf meine Hülle. Auf Wiedersehen. Ja, vielleicht.
das sage ich dir. Zu diesem Bräutigam, da gratuliere ich dir. Du, da brauchst du mir gar nicht gratulieren. Was? Bei den Müller, den heirate ich bestimmt nie. Nee? Na. Da machst du feier. Große Freude. Wieso? Na ja, ja, ich mein, es ist ja nicht angenehm für mich, wenn ich das Fenster aufmache und schaue zur Müller rüber. Und da hat ja alles sein drin bei den Müller, das darf mir gar nicht passen, gell? Ja, also, ich glaube, ich fahre morgen auch wieder heim. So? Ja, weil ich kann auch was nicht sehen. Na, was denn? Ja, dass du schon ins Austragshäusl gehst. Na, ja. Ja, Herrschaftszeiten, wieso übergibst denn du schon? Warum übergibt denn der Müller nicht? Der Müller noch mal heiraten will. Aha, und warum heiratest du nicht mehr? Ja, ich? Ja. Ich habe gar nicht dran gedacht. Also, also, Hannes, ja. Jetzt, wo es das so schön ist, die ganze Verantwortung für den Wurm ist auch weg. Na ja, schon. Kauf ihm doch den Wiesenhof. Da wird er nicht zufrieden sein damit, der Bertl. Er kriegt doch einmal alles. Ja, das schon, ja. Und du tust da eine tüchtige Bäuerin rein. Ja, sag mal, dass du für mich eine tüchtige Bäuerin wissen, die das in mir reingetan hat. Ja, also ich dachte schon eine wissen. Ja, meinst du, dass sie ja sagen tät, wenn ich sie fragen würde? Ja? Ich sage bestimmt ja. Ja, dann darf ich es ja direkt fragen. Ja, dann muss es fragen. Gut, also ja. Aber Hannes, schlaf noch einmal drüber. Ja. Gell? Dann schlaf ich noch einmal drüber. Ja. Also gut, dann schlafen wir noch einmal drüber. Ja. Gell? Gell? Wir noch einmal drüber schlafen, gell? Ja. Hoffentlich kann ich heute noch schlafen. Was hat denn der Bauer, der hat mir jetzt bald über den Haufen gerinnt? Also, du, Pfeffi, ich darf jetzt auch gerne ins Bett gehen, es ist schon sehr spät. Gute Nacht für dich, gut. Aber bevor du jetzt schlafen gehst, bringst du mir noch ein bisschen was von diesem Duftwasser, gell? Das brauche ich. Jesus. Selbstverständlich, ich hab das ja versprochen, ja. Hab mir doch tatsächlich so eine Biene gestochen. Aber mit diesem Duftwasser werde ich sie jetzt disqualifizieren. Oh, da schau her. Ich hab's ja schon abgefüllt. Oh, das riecht wirklich gut. Gell? Also, danke schön, gell? Ja. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht, schlaf du auch gut. Ja, dann meine ich, wird's ausbeißen und schlafen. Wieso? Ja, weißt schon, so wie es ausschaut, kommt ein Gewitter. Ja. Ja, und nachdem ja mein Zimmer zur Wetterseite rauskommt, geht immer der Bauer auf und ab und auf und ab. Weil er nämlich das Gewitter so gern mag und vor allen Dingen die Blitze so gern sieht. Der Bauer, der geht immer vor deinem Fenster auf und ab. Ja, wenn der Gewitter kommt, immer auf und ab und hin und her. Ach, und das stört dich? Ja, natürlich, wenn der da aber hin und her rennt, kann ich ja nicht schlafen. Pfeffi, weißt du was? Tausch mal einfach unsere Kammern. Ich schlafe in deiner Kammer und du schlafst in meiner Kammer. Ja, selbstverständlich. Du, mich stört das nicht, wirklich nicht. Und ehrlich gesagt, ich sehe die Blitze auch sehr gern. So. Ja. Aber das kann ich nicht von dir verlangen. Selbstverständlich kannst du es verlangen. Also gut. Ja? Wenn du meinst, dann tausch mal. Also in meiner Kammer steht sowieso ein zweites Bett. Ja. Das ist frisch überzogen. Ja. Ja, da kannst du dich gleich rein. Gut. Also dann. Weiß er dann. Gute Nacht, gell? Gute Nacht. Für die Hand. Und das heißt, pass auf, dass dich nicht ein Blitz streift. Nein, nein. Komm, Rose. Ich glaub, schlafen schon alle. Ich sag dir was, Bertl. Vor lauter Aufregung ist mir schon ganz schlecht. Okay. Aber Gewitter kommt auch noch. So, dann können wir aber nicht im Freien bleiben, wie sonst immer, gell? Jesus, du kommst wie mir, wer das sieht, was machen wir denn jetzt? Ab in meine Kammer. Ja, schnee. Niemand da. Hab's nicht so schlaft. Jetzt bin ich da und jetzt bleib ich da. Und geh du erst wieder, wenn die Sache mit der Nanny in Ordnung gebracht ist. Das darf mir passen, wenn man so Hannes vor der Nase wegschnappert hat. Sie ist halt ein bisschen eine Hartliche, gell? Ich hab's. Ich schreibe ihr einfach ein schriftliches Heiratsversprechen.
Na, wer ist mich schon melden? Verspreche dir, dich zu heiraten. Ach Gott, bin ich nervös. Also, so ein Mensch, Kind, unterschreiben muss ich ja noch mal. Heiratsversprechen. Heidinger. Warum sagst du nichts? Ja, ist ja alles menschlich, gell? Jetzt greife ich an! Schon noch mal drüber schlafen, hat sie gesagt. Ausreichend heil, bin ich nicht müde. Ob sie schon schläft? Nein, das war der schönste Liebesbeweis. Das ist ja die Stimme von Müller. Ach, der Müller ist bei ihr drin. Da schau her. Und ich hätte bald geheiratet. Als würde ich auf die Frau nicht verlassen. Herrschaftszeiten. Nix kommt. Kein Blitz, kein Hannes. Ich hätte es ihm eigentlich gleich sagen können. Dass ich ihn gern hab. Und dass er mir in den Kopf gesetzt hat, dass ich ihn heirate. Jetzt weiß ich es. Ich schreib's ihm. Jawohl. Ich schreib's ihm und morgen gebe ich es ihm dann. Na, warte. Es ist ja leichter gegangen, wie ich gemeint habe. Waschen habe ich auch keine gekriegt. Es gibt nichts Schöneres als eine Liebesnacht am Lindenhof. Ich bin völlig durchnässt. Das sehe ich. Ja, um Gottes Willen. Herr Kind. Gesundheit, wieso laufen Sie denn im Regen spazieren? Ich habe mich am Abend beim Schmetterlingfang verirrt und dann kam der Regen und es wurde dunkel und dunkel und immer dunkler. Ja. Ach, ein dunkles Bier wäre jetzt schön. Ich kannte mich nicht mehr aus und seit gestern fand ich aus dem Wald nicht mehr heraus. Herr Kind. Gesundheit. Danke. Wo bin ich hier eigentlich? Ist dies ein Gasthof? Nein, das ist der Lindenhof. Oh, bitte lassen Sie mich doch ins Haus zum Trocknen. Öpfchen! Gesundheit. Danke, darf ich eintreten? Na, das geht nicht. Ich kann doch nicht in aller Frieren einen fremden Mann reinlassen. Ja, zum Schluss sind Sie noch ein Räuberer. Ich doch nicht. Sehe ich so aus? Ich bin Professor... Öpfchen! Herr Professor Hatschi. Nein! Ich bin Professor Willibald Brustwachtel. Also gut, Herr Brustwachtel? Nein, Brust ohne T. Ach bitte, lassen Sie mich ins Haus. Mir ist so kalt, es schüttelt mich das Fieber. Also gut, in Gottes Namen. Na, geht's da rum zur Haustür, ich sperre mir gleich aus. Gleich da vorne, geradeaus und dann rechts. Ach, der ist vielleicht komisch. Na ja, so dann sperre ich halt auf, oder? Komm mal einzeigen. So, jetzt gehen Sie rein, Herr Blumenzwiebel. Oh, danke schön. Gesundheit. Danke, Gott sei Dank, ich bin im Trockenen. Jetzt
sagen Sie mal, in Gottes Himmels Namen, wieso gehen Sie im Regen bei der Nacht spazieren? Ja, ich war auf Fang aus, nach Lepidopteren. Nach was? Nach einem Admiral und einen solchen wollte ich fangen. Einen Admiral? Ja. Das sind Sie bei uns vollkommen falsch. Falsch? Natürlich. Wir haben ja nicht einmal ein Wasser da, geschweige ein Schiff und erst recht nicht einen Admiral. Es gibt keinen? Nein, es gibt keinen. Oh Gott. Gesundheit, also jetzt geben Sie mir mal das. Ich kann Ihnen gar nicht anschauen. Sie sind ja wirklich ganz nass. So. Ja, der Regen. Ja, jetzt setzen Sie einmal da hin und ziehen Sie gleich die Schuhe aus. Ja, danke. Das ist ganz nass, ja Gottes. Kein Wunder, seit Stunden irr ich umher, von einem Baum zum anderen. Haben Sie eine schwache Blase? Nein. Auge konnte ich erhaschen. Was wollen Sie vernaschen? Nein, ein Pfauenauge oder einen Trauermantel. Jetzt sagen Sie mal bitte, was sind Sie denn eigentlich? Ich bin Zoologe. Zoologe? Ja, spezialisiert auf Lepidopteren. Schon wieder dieser Lepidopteren. Sagen Sie mal, was ist denn das wirklich jetzt genau? Das ist ein Schmetterlingfänger. Jetzt halten Sie halt einmal die Hand vor. Bitte, gerne. Also die Schuhe, das ist ja alles ganz nass. Also ja. Komm, jetzt geben Sie mir die Schuhe. Jesus, Maria und Josef und den anderen. Ach, das quietscht ja direkt vor lauter Nässen. Ja, es war sehr nass. Und die Strümpfe, alles ist nass. Ja. Also geh weiter, Kim, ich komme nicht mehr anschauen. Schau, jetzt gehst du da in die Kammer rein, gell? Aber bitte ganz leise sein. Es darf niemand hören, dass ich in der Früh schon Fremden reinlassen hab. Leise, gell? Dort hinein! Ja, dort hinein. Hinter der Türe, da ist ein Haken. Und da hängt ein Bademantel und den ziehst du dann an, gell? Aber leise, bitte. Sie retten mir das Leben, meine Liebe, Liebe. Wie heißen Sie denn? Leise. Liebes Fräulein, leise. Genoveva, das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja? Sie sind meine gute Fee, meine Genoveva, okay. Mein Genoveverle. Ja, jetzt sieht die aus. Schau her, so ein netter Mann läuft bei uns im Wald spazieren. Und sonst haben wir lauter Hirschen drin. So. Ach, ist der nett. Aber einen saublöden Namen hat der. Da hängt noch mein Hut. Hoffentlich hat ihn keiner gesehen. Ob sie nur schlaft? Ich glaube, sie ist schon wach. Gesundheit! Meine Schatzelein, ich kann nicht widerstehen, wenn ich so ein zartes Händel sehe. Streck einmal den Fussel raus. Komm, ein Bussel aufs Fussel, komm. Ja, Herrschaft Schatzel, hast du einen Schlag drauf, du. Ja, nicht besser. Wir sehen uns dann später. Ach so? Was tust du schon da, hä? Geht, da wundert's dich, dass ich schon da bin. Ja, das wundert mich sehr. Gell? Woher hast denn du gewusst, dass ich heute in der Früh die Haustüre schon aufgesperrt habe?
Jetzt kann ich da genauso. Ja, da bin ich jetzt neugierig. Ja, es war so. Ich gehe an euren Hof vorbei. Ja. Sieh die Tierglinder. Ja. Was mache ich? Auf. Ja, sonst hätte ich ja nicht reich hin. Und dann habe ich mir gedacht. Du hast denkt? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt schaue ich einmal nach, ob der Hannes vielleicht die Übergabeurkunde schon unterschrieben hat. Nein, die unterschreibt er nicht. Ah, die unterschreibt er nicht? Nein, die unterschreibt er nicht. So, so. Und warum unterschreibt er sie nicht, hä? Weil ich sie im Ofen verbrannt habe, hä? Weil du sie was? Sag mal, was erlaubst du denn überhaupt, hä? Ich werde mir noch ganz anderes erlauben, da wirst du schon. So, weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du jetzt? Weißt du, was ich jetzt mache? Das kann ich dir sagen. Was sagst du mir jetzt? Ja, jetzt suche ich einen Hannes. Und? Dann sag ich's ihm, was du für eine Brandstifterin bist. Schau mal, dass du heimkommst. So einer. Ich werde dir schon noch zeigen, wo der Bartl am Most holt. So, jetzt bringe ich aber zuerst am Professor Schnapsel, dass er sich nicht erkältet. Wie heißt er? Irgendein Vogel war es ja nicht. Amsel, Drossel, Fink und Star. Hallo, Herr Professor. Sind Sie es, mein Engel? Ja, ich bin's. Ach, ist der aggressive Mensch weg? Der ist schon weg. Jetzt schauen Sie her, da haben Sie jetzt ein Schnapsel, damit Sie sich nicht erkälten. Oh, vielen Dank, mein schöner Engel. Bitteschön. Oh, und vergessen Sie nicht, Ihre nassen Sachen rauszuwerfen, gell? Nein, ich mach es. Ich werde sie nie vergessen. Ein netter Mann. Schöner Engel, sagt er zu mir. Endlich einer, der bei mir die wahre Natur erkannt hat. Schau mal, heute habe ich geschlafen. Was mache ich schon schlafen, nicht? Verlasse Ärger. Ach, Hannes, du bist, ich suche den ganzen Haus. Ja, sag mal, bist du noch da? Was heißt noch? Ich bin ja dran gekommen. Ich kann blödsinn, bist du gestern noch mal reingekommen zu mir? Gestern? Komm, schau, du mich auch nicht anlügen, gell? Anlügen? Ja, du bist doch gestern noch mal in mein Haus gekommen, oder? In dein Haus? Ja, du meinst denn das? Ja, gestern? Das. Raus. Jawohl, Hannes, raus. Na du, raus. Ja, ich, ja, so, ja, dann. Raus! Raus, Hannes, jawohl. So fast. Muss ich bei dir entschuldigen, Müller? Was ist jetzt passiert? Ich hab Unrecht getan. Unrecht? Ja, ich hab dich im Verdacht gehabt, dass du heute Nacht bei der Nanni warst. Ich? Ja. Bei der Nanni? Aber es war ein anderer. Ich war's nicht? Jawohl, es war ein Stadtfrack. Ein Stadtfrack? Ja, ein Stadtfrack war's, ne? Ein Stadtfrack? Ja. Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wo ist das zum Unterschreiben, die Urkunde? Das ist im das ist oben bei mir noch, das hole ich schnell. Holt sofort, ich unterschreibe sofort, ich will raus aus dem Haus. Naja, ist schon weg. Aber auf alle Fälle weiß er, dass er schon auf ist. Da brauche ich nicht mehr weg. Ach, von seinen Lieblingskuchen habe ich ihm auch schon gebacken. Aber zuerst kriegt mein Professor noch eine heiße Tasse Kaffee. Herr Bauchdrossel! Ja, oder so. Schauen Sie her, eine heiße Tasse Kaffee nur für Sie. Oh, danke schön. Der Schnaps war sehr gut und jetzt noch heißer Kaffee. Oh, Sie Engel! Sie Erzengel! Erzengel! Jetzt bin ich schon befördert worden! Aber für diese Beförderung kriegt er jetzt auch den Kuchen. Der Bauer soll das alte Brot von gestern fressen. Hallo, Herr Bauchwickel! Großvater! Ja, oder so. Schauen Sie, haben noch frisch gebackenen Kuchen für Sie. Oh, vielen Dank! Vielen, vielen Dank, bitte. Mein Engel. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, das will ich auch hoffen. Das nasse Zeug ist auch gleich da so. Das werde ich jetzt gleich zum Trocknen aufhängen. Ist das ein netter Mann. Also, entweder er mag mich wirklich so gern, oder der will sich das Trinkgeld sparen. Aber dann... Na, jetzt.
bin doch nicht verrückt. Da hat doch die ganze Zeit jemand geredet, der in... Jesus, Hannes! Ja? Hannes, da komm einmal rein. Ja. Geh weiter. Ja, jetzt komm, gehen wir miteinander frühstücken. Nein, ja, ich komm schon. Ja. Was war der denn? Der ist so komisch. Moin. Guten Morgen. Na, so ernst, hä? Ernst, aber was Ernstes vor. Oh, hoffentlich nichts Unangenehmes. Heute ist es mir nicht mehr unangenehm. Na, also dann Gott sei Dank. Ja. Dann geh jetzt raus und hol dir einen Kaffee. Was denn süß? Ein süßer gleich gar nicht. Ich bin das Bittere bereits gewöhnt. Du magst keinen Kaffee? Nein. Warum sagst du denn nichts? Ich weiß, bist du was sagst. Ja, also ich hätte so viel zum Sagen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Fangst du damit an, was du vielleicht heute Nacht geträumt hast? Hm? Heute Nacht, ja. Ich habe heute eine unruhige Nacht gehabt. Ja, das glaube ich dir. Mir hat was gedruckt. Ja, das ist mir klar. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich heute Nacht für zärtliche Gefühle gehabt habe. Oh ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Die ganze Nacht war jemand bei mir. So? Keine Sekunde war ich allein. Ist er noch da? Ja. Ja, dann schmeiß ihn aus, die Nacht ist vorbei. Hannes, ja, was ist denn mit dir los? Das hört sich ja an, als ob du mich nicht mehr gern hättest. Das ist es ja. Trotzdem habe ich dich noch gerne, ne? Was heißt da trotzdem? Du brauchst mir gar nicht sagen. Ich weiß, dass du einen anderen gern hast. Was, ich einen anderen? Jawohl, einen anderen. Hannes, ich hab der Wand Rosel gesagt, die ich kann die nirgends finden. Die ist einfach nicht da. Ich weiß nicht, wo die Rosel ist. Ah, nein. Guten Morgen. Guten Morgen, Mädel. Hast du gut geschlafen? Geschlafen? Ja. Kein Auge habe ich mir zugemacht. Okay. Du, aber du hast vielleicht einen Schlag drauf. Du. Was? Du hast mir einen schönen Pinkel geschlagen heute früh. Was? Ein Pinkel? Ja, also heute Nacht war es zärtlicher. Halt noch. Zärtlicher? Ja, aber du, das muss man bescheinigen. Ein Ehrenmann bin ich. Gell? Ein bisschen busteln, ein bisschen streicheln, mehr habe ich mir nicht erlaubt. Jetzt verstehe ich dir. Das hast du geträumt, gell? Also gut, dann bin ich einverstanden. Du kommst sowieso gerade recht. Ja? Wir feiern Verlobung. Ach, du machst mich sprachlos vor Glück. Ja? Dann ist recht. Ja, ja, komm. Gratulier uns! Ja, na gratuliere ich uns recht schön! Jetzt steh auf, damit ich dich umarmen kann. Oh, nein, also so weit sind wir nicht. So weit sind wir schon, du. Hannes, du brauchst da bloß noch unterschreiben und schon gingen wir zum Notar und zum Vater. Ja, schon Zeit, jetzt fängt er schon wieder mit dem Unterschreiben an. Ja? Nichts wird unterschrieben, ja? Nein. Die Kinder, die kriegen Wiesenhof und wir bleiben da am Lindenhof. Wer mir? Ja, der Hannes und ich. Da. Ja, soll das heißen, du willst den Hannes heiraten? Ja, wir haben gern. Schon lange gern. Aber wie gern, das weiß ich eigentlich erst seit heute Nacht. Ja, gerade in heute Nacht. Danke für die Ehre. Ja, sag mal, Hannes, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ja, mei, er hat halt eingesehen, dass ich die älteren Rechte hab. Der ist eben auch ein Ehrenmann. Du unterschreibst und wir heiraten in 3 Wochen. Müller, die Nanni hat mir gestanden, dass heute Nacht einer bei ihr war. Das hast du ihm eingestanden, meine. Ja gut, dann kann ich es ja zugeben, dass ich da war. Na gut, aber da auch bei ihr noch ein anderer war bei ihr. Was, ein anderer? Noch ein anderer. Ja, sagt mal, seid ihr alle zwei verrückt? Was? Kein Mensch war bei mir, weder der Müller noch ein anderer. Du, Hannes, du warst in Gedanken bei mir, die ganze Nacht. Ja, ich hab dir sogar einen Brief geschrieben, wie gern, dass ich die hab. Ja.
hab ich denn den? Ach ja, in meiner Kammer. Wo hast denn du heute Nacht geschlafen? Ja, die Pfeffi hat mir erzählt, dass du immer vor ihrer Kammer auf und ab gehst, wenn ein Gewitter kommt. Ja? Ja, und ich wollte dich heute auch noch mal sehen. Und da drin hab ich geschlafen. Ja, du hast also da drin geschlafen? Ja. Dann ist ja alles gut. Eine andere. Andere? Hat mir die andere einen Pinkel gekauft. Keine Ahnung. Aber Krocher hat die wie du. Ja, das ist ja nicht schlimm. Die hat sie halt mit meinem Duftwasser eingerieben. Diesen Duft bringe ich nie mehr aus meiner Nase raus. Mach dir nicht raus, ist alles menschlich. Die Silberkunde, die braucht man nicht mehr unterschreiben, gell? Nein, die braucht man nicht mehr unterschreiben. Ja? Weil ich mit dir nichts mehr zu tun haben will. Was? Du Gauner, du Ausschander. Moment. Du hast mir die Nanni ausgespannt, aber das sag ich dir. Der Bertel kann sich jetzt mit Rosen am Hut aufstecken. Und wenn's eine alte Jungfer wird. Das wird sie bestimmt nicht. Nein, die geht ins Kloster. Da werden sie es nicht brauchen können. Aber ich Vater, sie. Papa, Schwiegervater, kommst, die Rosen wird wieder ohnmächtig. Wie Rosen, wo ist denn Rosen? Nein, jetzt wird die Wäsche wieder kurz. Ja, sag einmal, wie schaust denn du aus? Ja. Ganz zerrauft und der Bertel hat keinen Kamm gehabt und dann habe ich mich nicht frisieren können. Soll das vielleicht heißen, dass du die ganze Nacht da drin warst? Ja, weißt du, Schwiegervater, wir haben gemerkt, es kommt ein Gewitter und da hat die Hose so viel Angst gehabt und da habe ich sie meine Kammer mitgenommen. Ne? Mir bleibt die Luft weg. Soll ich dir eine Luftpumpe besorgen? Nein! Man hätte sich dieselbe gedacht wie du, so wie der Herr, so scherz. Meinst du? Ja. Und jetzt erst recht nicht. Was? Der Bertel kriegt die Rosel nicht mehr. Was? Aber Schwiegervater. Es hat sich ausgeschwiegervater, sucht er einen anderen Schwiegervater. Und die Lindenhof kannst du am Kamin aufschreiben. Dein Vater übergibt nämlich gar nicht, der will selber heiraten. Was stimmt das, Papa? Ja, ich heirate ihn auch nicht, musst du dich reinschicken. Okay. Und Rosel, schau, dass du weiterkommst, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Nein, bleib doch. Du gehst ins Kloster. Was? Ja. Ich gebacke im Kloster, darf mir doch keine Kinder kriegen. Willst du damit sagen, hä? Ja, ich will damit sagen, du bist in 6 Monaten Großvater. Ich auch. Dir vergunnis. Heute geht schon alles schief. Ja. Alles. Was? Um Gottes Willen, ich hab da drin heute Nacht jemand ein schriftliches Heiratsversprechen gegeben. So, sag mal, Papa, ist das schlecht? Jesus, es wird noch nicht der Schlag treffen. Na ja, heute Schlag auf Schlag wegen. Papa, ich bring dir gleich einen kalten Umschlag, gell? Ja, aber da geht lieber mit. Ja, wem hab denn ich was unterschrieben? Keine Ahnung. Das krieg ich raus. Schau, dass du rauskommst, aber sofort. Na, der wäre es jetzt kommen. Für seinen Sie? Ich bin ein verirrtes Wesen. Ich war ohne Unterstand, ja. Hab ich im Wald verirrt. So. Ich hätte gern einen Admiral gefangen, ja. Doch leider kam mir keiner in die Nähe. Aha. Ja, sag mal, du. Wer bietet denn du, ha? Willibald Brusbachtel ist mein Name.
Der Wachtel gebe ich jetzt eine Tachtel, dass ihr es lieb habt. Tu mal den Brief raus, aber sofort. Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Den Zettel, wo ich unterschrieben habe. Ich habe keinen Zettel. Du hast keinen Zettel, ne? Hast du mir vielleicht den Pinkel geklungen, mein Früher? Ach, Sie sind der Wüstling, der mich heute Morgen wie ein Wahnsinniger geküsst hat. So, schauen Sie her, Herr Professor. Ihre Sachen sind wieder trocken. Jetzt können Sie es wieder anziehen, gell? Vielen Dank, mein Engel. Sie sind die einzig vernünftige Person in dieser Runde. Ja. Wenn Sie mir noch einmal unter die Augen kommen, schlage ich Ihnen noch einen Pinkel. Das sind Männer! Ja. Männer? Ja. Was soll das heißen? Ich war heute Nacht bei einem Mann. Du warst heute Nacht bei mir. Hä? Hast du da? Natürlich. Der Professor ist ja erst seit kurzem da. Und ich danke dir noch, Michi. Viel gern schön. Für was? Ja, für das, dass du mir meinen Zettel unterschrieben hast. Was für ein Zettel? Tja, den ich aufgesetzt habe. Ich schulde der Genoveva Reinklinger wegen Verführung und für ein gebrochenes Heiratsversprechen 10.000 Mark. Da ist der Unterschrift. Das ist mein Tod. Das bringt mich um. So schnell bringt dich das nicht um. Aber ich kaufe mir für dieses Geld was Wunderschönes. Und dann suchen wir endlich einen zum Heiraten. Er möchte mich nicht mehr heiraten. Na wirklich. Du hast dich in den 16 Jahren so verändert. Dich kann ich nicht mehr gebrauchen. Ehrlich nicht. Nein. Na habe ich heute wenigstens einmal ein Glück gehabt. Aber das Haare ab. Ja. So was wollte ich unbedingt einmal haben. Ja. Ich habe jetzt. Also wir haben wieder von zum Heiraten. Fefi, du wirst bestimmt noch einen finden. Wie wär's denn mit mir? Was? Ich suche schon lange sein liebes Frauchen. Ja, wirklich? Dann sie mich heiraten, Herr Professor. Natürlich! Du musst mir nur helfen, den Admiral zu fangen. Also wenn du mich heiratest, fange ich dir eine ganze Flotte! Oh.